Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und hoffentlich das letzte Video bezüglich dieser Artefaktliste. Ja, in den letzten Wochen hat sich da ja wirklich immer sehr viel getan. Wir haben experimentiert, ausprobiert, wie skalieren Artefakte. Dann hatten wir überlegt und getestet, dass das und das so ist, was dann wiederum in ein paar Stunden zunichte gemacht worden ist, weil jemand anders was getestet hat und das wieder dann nicht bewiesen war und so weiter. Aber es gibt neue Erkenntnisse, wir haben gestern nochmal sehr viel weiter getestet und das ist hoffentlich endlich die finale Version der Artefakt-Tierliste. Welche Artefakte skalieren wie, wo sind welche gut, welches ist schlecht und so weiter und so weiter und so weiter. Wir fangen direkt an mit dem S-Tier, also das beste Tier, nämlich Attack-Death-Buff-Effekt. Das erste, was man dafür wissen muss, ist, dass es wirklich nur aufs Buffs zählt, also nicht irgendwie auf Leader-Skills oder ähnliches, sondern wirklich nur auf den Buff von Attack und Death. Außerdem ist es multiplikativ, das heißt, hier seht unten immer den maximalen Roll, den ihr bekommen würdet, wenn ihr praktisch einen Quad-Roll bei einem Legendary-Artefakt kriegen würdet. Also das Maximale ist 20% auf einem Artefakt. Das heißt jetzt nicht, dass zum Beispiel beim Attack-Buff ein Attack-Buff gibt 50% und jetzt immer wichtig zuhören bezüglich was skaliert auf die Base-Werte eines Monsters und was auf die gesamten Werte, also das heißt Tower und Runen und so weiter. Ein Attack-Buff skaliert auf die totalen Werte, also ein Attack-Buff gibt 50% von dem gesamten Attack-Wert. Und ein Attack-Buff-Increasing-Effekt mit den 20% gibt 20% multiplikativ von 50%, also nicht 70%. Ja? Deswegen 10% wären praktisch 5, also 55, 20% sind 60. Also ihr bekommt praktisch, wenn ihr ein 20% Roll habt, ist ein Attack Buff 60% statt 50 und nicht 70. Das ist dann noch sehr gut. Denn wenn man das ausrechnet, bei zum Beispiel bei einem Lucian und ähnliches, bei einem Monster, was sehr attack-lastig oder death-lastig ist, boostet einfach diese 5 bzw. 10% mehr vom Attack- oder Death-Buff den Schaden einfach so viel mehr, als wenn wir Sachen machen würden, wie zum Beispiel irgendwie extra Damage per Attack oder mehr Attack durch verlorenes Leben und so weiter. Deswegen dieses Talent, wie ich es immer nenne, von Artefakten, boostet den Schaden einfach wirklich mit Abstand am besten. Deswegen ist es auch ganz weit oben. Plus, Artefakte von der Tierliste sind so aufgedröselt, dass Artefakte, die wenig Kriterien haben, um ausgeführt zu werden, höher gerankt sind. Also ein Attack-Buff-Effekt, die einzige Voraussetzung ist, wir brauchen einen Attack-Buff. Ja? Bei anderen Sachen wie zum Beispiel Damage gegen spezielle Attribute ist es so, das bringt uns nur was, wenn wir ein Monster angreifen, was dieses Attribut hat. Oder Revenge Damage bringt nur was, wenn wir revengen. Also immer ist etwas mit einem Kriterium verbunden und je weniger Kriterien das sind oder je leichter das zu erreichen ist, desto besser ist meines Erachtens Artefakt. Also deswegen ist das Platz 1. Platz 2 ist Skill Crit Damage auf den Fähigkeiten 1, 2, 3, 4. Wir könnten 4 ausklammern, weil es gibt so wenig Monster, die auf Skill 4 einen Damage haben, wie zum Beispiel Samurai. Deswegen hauptsächlich Skill 1, 2, 3. Das ist einfach ein Crit Damage Multiplikator on top dazu, den wir bekommen auf den speziellen Fähigkeiten und boostet den Schaden einfach extrem. Das ist mega, zum Beispiel Skill 2 bei Laika, Skill 3 bei Lucian, Skill 3 auch bei Julie zum Beispiel. Also es sind einfach zum Beispiel im besten Fall 30% Crit Damage mehr auf der letzten Fähigkeit von Lucian und das ist crazy. Ungefähr, man hat so eine Regel, ungefähr 10 Crit Damage sind ungefähr 100 Attack umgerechnet, so ungefähr, kommt immer drauf an, wie viel Base Attack ein Monster hat und so weiter, aber so ungefähr eine Regel kann man sagen, dass 100 Attack 10 Crit Damage sind. Also ihr bekommt praktisch mit 30 Crit Damage in Skill 3 umgerechnet ungefähr 300 Attack bei den Lucian mehr. Ist crazy. Deswegen dieses Skill Damage Teil ist wirklich mega. Weiterhin Group Attacks. Da ist immer noch unklar. Meines Erachtens zählt Group Attacks
nur für das Monster, was das Artefakt hat und das Monster, was mitgenommen wird, zum Beispiel von Twins oder von Raugs oder ähnliches, zählt es da auch mit? Oder zählt es praktisch als gesamter Schaden, der von diesem Monster gemacht wird und der wird geboostet? Der ist noch ein bisschen unklar. Dennoch ist einfach diese 15% Flat Damage mehr auf Twins, auf Inogamis, auf Monster, die eben Monster mitnehmen, zum Beispiel, ich glaube, Sylvia kann auch Monster mitnehmen, einfach richtig, richtig, richtig stark und meines Erachtens auch das beste Slot-Talent für zum Beispiel Twins und Inogamis. Was ich noch kurz sagen wollte, ist bei, wann ist jetzt? Irgendwas wollte ich noch sagen. Bei Attack und Death Buff wollte ich irgendwas sagen. Mir fällt es aber gerade nicht ein. Ja, genau. Bei Attack und Death Buff Effekten, auch bei allen anderen, die so kommen, ist es so, dass das Artefakt auf dem Monster sein muss, was davon dann profitiert. Also es ist nicht so, ihr gebt zum Beispiel einer Fran dieses Artefakt, dass der Attack-Buff stärker ist, bufft euer gesamtes Team mit Attack und euer gesamtes Team hat mehr Attack, sondern das Artefakt zählt nur für das Monster, was das Artefakt hat. Also wenn zum Beispiel Fran bufft, bufft euer Lucian und euer Lucian hat dieses Artefakt drinnen, dann bekommt Lucian den erhöhten Attack-Buff, nicht Fran. Also nicht das Monster, was bufft, erhöht für alle Monster das, sondern nur für das, wo das Artefakt drauf ist. Wichtiger Punkt auch für andere Talente. Dann kommen wir zum A-Tier. Und zwar Extra Speed in CC, also in Crowd Control, wenn wir gesleept sind, gestunt sind, gefreezed sind. Wichtig hier ist, und da war ich am Anfang echt ein bisschen schockiert, muss ich gestehen, das hier zählt auf den Base Speed. Das bedeutet, wenn wir ein 30% Roll haben, und wir haben zum Beispiel jetzt ein Monster, was 100 Base Speed hat. Wir werden CC'd, bekommen wir 30 Speed während dieser Stun-Laufzeit. Ja? Nicht der totale Speed, sondern der Base Speed. Jetzt sagt ihr, hä, wieso ist das dann A-Rang? Deswegen ist doch voll wenig. 30 Speed oder 20 Speed, je nachdem wie hoch man halt rollt, im CC ist dennoch relativ gut. Weil es vor allem jetzt nicht an so ein großes Kriterium gebunden ist, nach dem Motto, wir müssen das und das und das erfüllen. Es muss nur sein, dass wir CC'd werden. Was halt zum Beispiel auch im PvP, wo das Talent eigentlich am meisten scheint, sehr häufig passiert. Vor allem in RTA. Deswegen so on top einfach flat 20 Speed mehr, 25 Speed, je höher halt der Roll ist. Ist nicht schlecht. Man kommt früher aus dem CC raus, kann wieder früher cleansen, heilen, whatever. Deswegen A-Rang wichtig auf Base Speed skaliert. Bomb Damage 15% ist ebenfalls im A-Tier, weil Bomb Damage ein separater Multiplier on top nochmal ist für Bomber. Ist natürlich nur für Bomber gut, aber pusht den Schaden wirklich sehr stark von Sierra, von Mela Kassian, Liebli und so weiter und ist deswegen für Bomber ein sehr gutes Talent. Extra Damage per Speed, Extra Damage per Attack. Warum ist Extra Damage per Speed Attack im A-Tier, aber Extra Damage durch Death im B-Tier und Extra Damage durch HP im C-Tier? Warum ist nicht alles A-Tier? Ich sage euch wieso. Zu Extra Damage per Attack Speed, Death, HP gibt es ein paar Sachen zu erzählen. Das erste ist, dass dieser Extra Schaden nicht critten kann. Ja, das ist schon mal die erste wichtige Info. Das zweite ist, dass dieser Schaden pro Hit gemacht wird. Also es heißt, Monster, die Multi-Hits haben, Monster, die häufiger angreifen, wie zum Beispiel Twins, wie zum Beispiel, wenn Raug irgendwie proggt oder Stella mit 7 Hits mit der letzten Fähigkeit, proggt dieser Extra Damage jedes Mal bei jedem Hit, was halt deswegen vor allem sehr stark ist auf Monstern, die mit einer Fähigkeit mehrmals angreifen. Da profitiert ihr am meisten davon. Des Weiteren ist das gerechnet auf die Total Stats, auf die gesamten Werte mit Tower, mit Runen. Ja, deswegen anders wie das hier, was nur auf Base Speed war, ist das hier auf alles. Mit Runen, mit Towern, mit Gildenflaggen, mit Leader Skills und so weiter. Deswegen bekommen wir hier schon einiges an Schaden einfach raus. Warum ist jetzt Speed und Attack oben, das andere nicht? Das liegt daran,
Weil, wie ich gerade gesagt habe, vor allem bei Units, bei Monstern, die Multi-Hits haben, ist es sehr stark. Es gibt sehr viele Einheiten, die wir auf viel Speed bauen, die Multi-Hits haben, weil Speed einfach King ist. Es gibt sehr viele Attacker-Monster, die Multi-Hits haben. Es gibt nicht so viele Death-Monster. Ja, es gibt vielleicht den Traktor, würde mir einfallen, Skeletor of Death und hat Multi-Hits. Und da muss ich schon überlegen. Also es gibt nicht so viele Death-Multi-Hitter wie Attack-Multi-Hitter. Und es gibt meines Erachtens noch weniger HP-basierende Multi-Hitter als Death und Attack. Und deswegen ist Extra Damage per HP vor allem auch sehr weit hinten. Jetzt kommt gerade im Chat hier noch zum Beispiel Statement von Fenyan. Stimmt, aber Fenyan ist jetzt nicht unbedingt auch wegen der ersten Fähigkeit so gebaut, dass wir da den Damage von der ersten Fähigkeit pushen wollen. Kann man machen, oder auch von Xiongfei, ja, aber ihr seht, dass es da einfach viel weniger Monster gibt und noch weniger bei HP meines Erachtens. Bei HP würde mir vielleicht einfallen Aeshear und Vigor. Und das war schon. Und es lohnt sich halt meines Erachtens nicht so megamäßig stark, diesen Extra Damage per zu machen, wenn das Ziel nur einen Angriff hat. Wir haben das mal getestet gestern bei einem Skogul. Und zwar, mein Skogul hat irgendwas mit 44.000 Leben und er macht immer denselben Schaden. Und wir hatten ein Artefakt, das hatte 0,8% Damage pro HP mehr. Und letztendlich war der gesamte Schaden von Skogul statt 44.000 ungefähr 45.700. Also 1.700 mehr bei einer Fähigkeit, die 44.000 Damage macht, ist jetzt meines Erachtens nicht so megamäßig stark. Wäre Skogul ein Multi-Hitter und würde seinen Stein fünfmal schmeißen, dann wären das fünfmal 1.700 Schaden. Da würde man sagen, oh, okay. Das ist nice. Aber Skogul ist kein Multi-Hitter. Deswegen muss man immer abwägen und daher ist Death und HP ein bisschen drunter gerankt, meines Erachtens. Als nächstes Recovery. Und das ist auch wieder so ein Talent, wo man wieder sehr viel wissen muss. Was ist Recovery? Bei was zählt es? Bei was nicht? Also, das Game Recovery sieht es so: immer wenn Heilung passiert, wird diese Heilung verstärkt. Heilung kann passieren durch Heilerfähigkeiten, durch Passives, durch Fähigkeiten, die aufgrund von Schaden heilen. Genau. Das war es hauptsächlich. Oder auch, wie gesagt, ein paar Runen. Habe ich schon gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Deswegen, egal wie Heilung passiert, wird diese erhöht. Ja? Deswegen ist es ebenfalls relativ stark, weil es eben auch auf Vampire-Runen skaliert und auch stackt. Man kann damit, wie gesagt, vor allem Passives machen, wie zum Beispiel Pernas dritte Fähigkeit oder auch Mollys Passive ist richtig, richtig, richtig stark. Heilerfähigkeiten wie die zweite von Fran, dritte von Fran, ist einfach ein sehr guter Wert. Recovery geht auch, wie zum Beispiel, wie gesagt, auf Fähigkeiten, die sich selber heilen, zum Beispiel die erste Fähigkeit von Verde, die sich auch einen gewissen Prozentsatz wieder heilt von den gemachten Schaden, geht auch. Also überall, wo Heilung passiert, wird es erhöht. Eine Ausnahme gibt es, nämlich HOTS, also Heal over Time, wie zum Beispiel die zweite Fähigkeit von Fenyan zum Beispiel. Diese Heilung wird nicht erhöht. Dann B-Tier. Accuracy Skill 1, 2, 3 ist im B-Rang. Ich habe lange geschwankt, ob es noch ins A-Rang kommt oder ins B-Rang. Ich habe mich für B entschlossen. Warum? Accuracy Skill 1, 2, 3 ist eigentlich ein sehr starkes Artefakt aus dem Grund, weil es ab und zu Monster gibt, wo wir zwar viel Trefferchance haben wollen, aber nicht durch Runen ganz viel bauen wollen, weil es nur eine Fähigkeit ist, zum Beispiel. Wir nehmen beispielsweise die Illusia zum Beispiel. Ja? Illusias erste Fähigkeit kann freezen, die zweite Fähigkeit heilt, macht somit keine Debuffs und die dritte Fähigkeit, auch wenn es bis heute nicht in-game steht, ist nicht resistbar. Also ist unresistbar. Das bedeutet, die letzte Fähigkeit von Illusia ist nicht abhängig von Accuracy. Das bedeutet, wir wollen auf Illusia viel Trefferchance, weil die erste Fähigkeit einfach richtig krass freezen kann.
wollen aber es nicht vielleicht durch Runen so 50-60% Trefferchance runen, weil wir sonst anders das verlieren, wegen dieser ersten Fähigkeit. Deswegen können wir ein Artefakt bauen, wo es heißt, in Slot 1, also Skill 1, haben wir 20 mehr Trefferchance und können dann gezielt diese eine Fähigkeit, auf die es ankommt, mit mehr Trefferchance boosten, ohne dass wir in unseren 6 Runen-Stats verlieren. Daher finde ich das relativ gut, aber auch bei anderen Monstern teilweise nicht so sinnvoll, wie zum Beispiel bei Monstern, wo es nur um Trefferchance geht, zum Beispiel Heather. Heather Skill 3 mehr Trefferchance profitiert sie zwar davon, aber Heather hat eine richtig starke dritte Fähigkeit, kann mit der zweiten auch sleepen, deswegen ich will, dass sowohl die dritte Fähigkeit als auch die zweite richtig viel Trefferchance haben und deswegen baue ich Heather durch Runen auf ganz viel Trefferchance und brauche dann nicht nochmal über 85% von dem Hardcap von Accuracy nochmal dieses Talent. Deswegen dieses auf eine spezielle Fähigkeit skalierenden Accuracy-Wert ist vor allem gut bei Monstern, wo es wie gesagt nur um diese eine Fähigkeit geht, wo wir Debuffs treffen. Dann, Damage Reduction for a Specific Attribute. Also praktisch, wir bekommen weniger Schaden rein in unsere Monstern gegen spezielle Elemente. Warum ist es so weit oben gerankt? Das ist so weit oben gerankt, weil es vor allem sehr, 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 sehr gut ist in Siege Battle, wo wir sehr viele Counter-Monster spielen. Je höher man in Siege Battle kommt, desto mehr spielt man mit den Elementen. Nach dem Motto, da ist eine Lauren. Deswegen, ich will den Deathbreak von Lauren auf ein Monster umlenken, was tanky ist. Deswegen spiele ich ein Monster, was vom Dark-Element ist, weil das wird immer von Lauren angegriffen. Das heißt, ich kann das zum Beispiel spielen, ich kann ein Jolten spielen und weiß, okay, Lauren wird ganz oft gespielt mit zum Beispiel Sierra und Perna. Das heißt, da ist Wind dabei, da ist Fire dabei, da ist Light dabei. Und ich möchte, wie gesagt, ein Jolten spielen oder ein Diaz oder ein Jubilee. Alles wirklich Dark Monster, die sehr tanky sind. Und dann habe ich dort ein Talent, was wie gesagt heißt, ich bekomme 20% weniger Schaden durch Fire Monster zum Beispiel. Das heißt, in diesem Team, wo Jolten der Tank ist, wo dann auch Perna drauf geht, weil Lauren ein Deathbreak getroffen hat, bekomme ich 20% weniger Schaden durch den Perna. Was ziemlich nice ist. Und somit kann man da wirklich sehr gut agieren. Im Chat wird die Frage gestellt, gilt es auch für Bomb Damage? Meines Erachtens ja. Kommt immer aufs Element drauf an. Wenn Sierra eine Bombe macht, Windelement, dann wird dieser Schaden meines Erachtens auch reduziert, wenn wir Damage Reduction versus Wind haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Kann man eben damit sehr, 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 sehr viel Schaden, vor allem in Siege Battle, gegentanken. Ist sehr nice. Revenge Damage, das zählt meines Erachtens für Fähigkeiten, die revengen, das heißt zum Beispiel Fenyan Revenge Buff und so weiter oder Laikas erste Fähigkeit und ich meine auch Revenge Runen, meines Erachtens. Wer es nicht weiß, ein Revenge Attack macht immer die erste Fähigkeit und die erste Fähigkeit macht bei einem Revenge Attack, also Counter Attack, macht sie 75% des Schadens. Also nicht 100%, sondern 75%. Und diese 75% können wir wiederum boosten durch dieses Artefakt. Ist sehr individuell, aber auf Monstern wie gesagt zum Beispiel Like oder so, ist das ganz nice. Damage Reduction in CC, 15%. Also praktisch Schadensreduzierung in Crowd Control, wenn wir gestunt sind, gefreezed sind, gesleept sind und so weiter. Anders wie das Talent sind das nur 15%, ist aber auf alle Elemente im CC, während das nur auf bestimmte Elemente sind. Deswegen finde ich es ein bisschen schlechter, also die Liste ist wirklich auch von oben nach unten und links nach rechts gerankt, weil ich finde, das Kriterium mit 30% ist besser umsetzbar als das hier. Deswegen nur der Schaden wird reduziert, wenn wir CC sind und dann eben auch nur um diese 15%, ist dennoch ganz gut und hat trotzdem, wie gesagt, in der Mitte von B-Rang seinen Platz da verdient und ich glaube, da muss man eigentlich auch sonst nichts mehr dazu sagen, ist sehr selbsterklärend. Anders ist es bei Crit Damage Reduce. Und zwar bei Crit Damage Reduce ist es nicht so, dass der Schaden reduziert wird um 15%, sondern das Game berechnet wirklich das so, wenn
ein Monster uns angreift, ein Lucian greift uns an mit 200 Crit Damage. Der Gegner Lucian hat 200 Crit Damage. Er greift uns an und er crittet. Dann berechnet das Game, weiß, ah, die Fähigkeit wird critten, aber wir haben 15% Crit Damage reduced. Das heißt, nicht der Schaden reduziert, sondern ist das Game berechnet es so, als ob der Lucian nur 185 Crit Damage hätte statt 200. Also der Crit Damage Wert wird vom Gegner abgezogen. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Aber dennoch auch ein gutes Talent, weil sehr viele Leute sehr viele Monster auf sehr hohen Crit Rate spielen und wir deswegen davon auch ganz gut profitieren können. Dann Damage for Specific Attributes, also Schaden, den wir machen gegen spezielle Attribute. Das ist insofern brauchbar vor allem für PvE, das heißt zum Beispiel, wir wollen ein Dragons-Team bauen. Wir wissen, der Dragons-Boss ist Fire Element, sehr viele Monster und Dragons sind Fire Element, teilweise neutral, teilweise Fire. Deswegen, wir wollen ein reines Wasser-Team bauen für unser Dragon-Speed-Team. Und wir wissen, wir greifen immer Fire-Monster an, deswegen geben wir diesem Dragons-Team geben wir Artefakte, wo es heißt, wir machen mehr Schaden gegenüber Fire. Ja, und dadurch können wir praktisch mehr Damage machen. Selbe Spiel auch zum Beispiel in Giants und ähnliches oder in Necro, dass wir dort gezielt auf bestimmte Elemente mehr Schaden machen können. Wo das auch noch ganz gut ist, ist zum Beispiel im PvP, wenn wir das, wie soll ich sagen, gegensätzlich bauen. Also zum Beispiel, ich spiele ein Windmonster und ich habe mehr Damage gegen Fire. Also im PvP spielt man gegen alle Elemente, ist schon klar, aber man versucht ja vorzugsweise in RTA, in Siege Battle GK, Monster im Element Vorteil zu picken. Das heißt, wenn dann auch in den Artefakten das Element auf das Monster zugeschnitten ist, im Element Vorteil, was es gegenüber einem anderen Monster hat, ist es ein bisschen besser einzubauen und damit auch wirklich im PvP auch einsetzbar. Extra Damage per Death habe ich erklärt. Extra Damage per HP habe ich erklärt. Lifesteal Ability. Nächstes großes Thema. Lifesteal, beziehungsweise weiß gar nicht, wie es in-game heißt. Lifesteal und Vampire, glaube ich. Vampire und Lifesteal. Man muss den Unterschied zwischen Lifesteal und Recovery verstehen. Recovery, wie gesagt, prockt auf alles, was irgendwie Heilung gibt. Lifesteal bzw. Life Drain, vielen Dank an den Chat gerade, bezieht sich wirklich nur auf Fähigkeiten, die selber heilen aufgrund des Schadens. Sie entweder wirklich Leben entziehen oder aufgrund des gemachten Schadens zum Beispiel heilen. Wir haben hier jetzt noch eine kleine Statistik geschrieben, was so alles diverse Sachen sind, die wichtig sind, wie zum Beispiel Lifesteal-Effekt erhöht nicht den Vampire-Effekt, weil wie gesagt, das hier ein alleinstehender Multiplier ist von dem Skill eines Monsters, während das hier auf die gesamte Heilung gemacht wird, berechnet wird. Also das hier ist nicht vom Vampire abhängig und boostet nicht Vampire, das hier schon. Nächstes, Recovery increases the healing amount, habe ich ja schon gesagt, dass wie gesagt Spells, Self-Heal, Vampire-Runen und so weiter erhöht werden. Das kommt man noch später dazu. Und was hier wichtig ist, ist Lifesteal stacked mit Recovery. Also, wenn wir ein Monster haben, wie zum Beispiel Mio. Mio, Second Awakened, kann auf der ersten Fähigkeit heilen. Wenn wir jetzt sowohl Recovery als auch Lifesteal-Effekt haben, heilen wir uns erstmal durch die Fähigkeit selber. Die Fähigkeit selber, das heißt, Mio macht, glaube ich, heilt sich um 20% des gemachten Schadens. Das heißt, wir bekommen 20% geheilt. Diese 20% Heilung wird durch den Lifesteal-Effekt erhöht, weil es von der Fähigkeit des Monsters her ist, um sich selber zu heilen. Weil es sich heilt aufgrund dessen, dass es Schaden gemacht hat. Und zusätzlich, diese erhöhte Heilung stackt jetzt wiederum mit Recovery. Denn wie ich vorhin gesagt habe, Recovery erhöht die Heilung von allem. Von Fähigkeiten, von Lifesteal-Effekt. Deswegen, das stackt sich. Wichtig ist,
in welcher Reihenfolge es sich stackt. Also nicht, wir haben Recovery, wir haben zum Beispiel Fran, zweite Fähigkeit, die heilt durch Recovery und Lifesteal. Nein, andersrum. Erst kommt der Lifesteal-Effekt und wenn der auf dem Monster irgendwie triggert und einen Effekt hat und, wie gesagt, mit den Kriterien halt, wie ich vorhin gesagt habe, dann kommt Recovery auch noch ins Spiel, falls wir ein Artefakt haben, was beides hat. Deswegen ist Recovery besser, weil es auf die gesamte Heilung von egal welcher Ressource, welcher Quelle her skaliert, während das hier wirklich nur auf dem speziellen Monster skaliert, was eine Fähigkeit hat, die sich selber heilt durch Schaden oder eben Leben entzieht. Und deswegen ist es einfach schlechter. Speedbuff-Effekt, ähnlich wie Attack-Death-Effekt, ist wie gesagt wieder multiplikativ, nicht additiv. Ein Speedbuff gibt 30% Speed. Das heißt, wenn wir hier 30% hätten, sind es 30% von 30% und nicht 30% plus 30%. Zusätzlich skaliert, wie gesagt, dieser Speed-Effekt wieder nur auf dem Monster, welches das Artefakt hat. Nicht auf dem Attack-Speed-Buffer. Es ist dennoch ganz okay, das Talent. Es ist nicht ganz schlecht, es ist sehr situationsbedingt. Man könnte eine Arena-Offensive bauen, man könnte seinen Monstern, die gespeedtuned werden müssten, das geben, dass sie praktisch in einer Arena-Offensive, wo ein Attack-Speed-Buff ist, mehr davon profitieren. Oder vor allem zum Beispiel auf Monster, die sich selber Speed geben. Zum Beispiel auf einem Taya, auf einem Lakmaron, auf einem Retash, die bekommen dadurch selber auch einen kleinen, fast dauerhaften Speedbuff-Effekt noch dazu. Ist jetzt nicht so stark, aber kann man trotzdem verwenden, deswegen Mitte C-Rang. Reflect Damage. Reflect Damage ist aus dem Grund relativ schlecht, weil es erstens sehr wenig Monster gibt, die Damage reflektieren. Also es zählt wirklich auf Fähigkeiten, die Schaden reflektieren, wie zum Beispiel Ragdoll oder Alexandra, oder auf Monstern, die einen Reflect-Damage-Buff geben, wovon es, glaube ich, so zwei, drei Monster wie überhaupt gibt, nämlich zum Beispiel Camulus kann das. Ja, einen Buff mit Reflect-Damage. Wo es auch zählt, obwohl es eigentlich von der Schreibweise, der Beschreibung des Monsters nicht gehen sollte, ist Jultan. Jultans Passive heißt es Inflicts Damage. Und nicht Reflects Damage. Dennoch haben Leute getestet, dass es wirklich geht. Deswegen, dieser Reflect Damage zählt und skaliert bei Jultans Passive. Nur als kleine Nebeninfo. Dann, und das ist das Enttäuschendste, und wer die anderen zwei Artefakt-Tierlisten gesehen hat, wundert sich jetzt, hä, wieso Attack, Death, Speed für verlorenes Leben war doch immer im S-Rang, warum ist es jetzt plötzlich C-Rang? Und ich sage euch wieso. Dieser extra Attack, Death und Speed skaliert auf Base-Stats. Nicht auf Total-Stats. Nicht auf Runen, nicht auf Tower, nur Base-Stats. Und deswegen ist es so schlecht. Wir haben Kalkulationen gemacht. Überlegt mal. Wir haben einen Lucian, der hat zum Beispiel 3000 Attack. Okay? Und wir haben einen kompletten, sagen wir mal, wir haben einen Roll mit 10%. Das bedeutet, abhängig von verlorenem Leben bekommen wir bis zu 10% von unserem Attack-Wert. Ja, das bedeutet, wenn wir einen Lucian haben, der 50% Leben hat, bekommen wir 5%, nämlich die Hälfte. Ja, 5% Attack aufgrund unseres Base-Attack-Wertes. Ich glaube, Lucian hat 900 Base-Attack. Sagen wir mal, wir haben hier 20%. Das heißt, bei 50% Leben, bei Lucian haben wir 10% mehr Attack. 10% mehr Attack bei einem 900 Base Attack Monster sind 90. Also ich bekomme 90 Attack mit einem 20% Roll mit dem Kriterium, dass mein Lucian 50% Leben verlieren muss. Okay. Machen wir eine andere Rechnung, zum Beispiel das hier, Attack Buff. Unser Lucian hat 3000 Attack. Wir bekommen, wie gesagt, durch einen Attack Buff 50% mehr Attack dazu. Das heißt 1500 Attack.
Wenn wir jetzt hier zum Beispiel 10% Roll nur hätten, was sehr leicht zu erreichen ist, anstatt hier 20%, hier nur 10%, würden wir durch den Attack Buff 5% mehr kriegen. Das heißt 5% von 3000. 5% von 3000 sind 150, glaube ich, hoffentlich. Also, hier bekomme ich 150 Attack mit einem Kriterium vom Attack Buff, während ich hier 90 Attack bekomme, wenn der Lucian 50% Leben hat. Das steht einfach nicht in Relation. Das ist einfach aufgrund dessen, weil es auf Base Werte skaliert, einfach ein schlechter Multiplier. Wir haben das auch zum Beispiel mit Fenyan getestet, nach dem Motto, Fenyan hat irgendwie vielleicht 2200 Def und so weiter und hat hier vielleicht einen 10er, 20er Roll, kommen am Schluss circa 100 Def raus. Wenn wir 50% Leben verlieren. Also, es ist okay, deswegen ist es kein D-Rang, sondern C-Rang, es ist okay, aber im Vergleich zu anderen Talenten, zu Recovery, zu Extra Damage, zu wie gesagt, die Buff-Sachen und so weiter, ist das einfach im Verhältnis megamäßig schlecht. Deswegen, Talent ist noch brauchbar, aber es gibt viel Besseres. Ja? Weil einfach das hier auf Base-Stats skaliert und nicht auf Total-Stats. Deswegen nochmal kurz zusammengefasst, das hier Base, das hier Base, das Total-Stats. Kann man sich gut merken, reimt sich. Dann, Crit-Buff-Effekt, genau wie auch bei Speed-Buff und so weiter, ist wie gesagt multiplikativ, gibt praktisch 30% von 30%, ist deswegen sehr wenig und auch nur auf das Monster, was das Artefakt hat. Kann man machen auf einem Copper, auf einem Bulldozer, auf Monstern, die eben den Crit-Buff häufig haben, aber auch dort ist zum Beispiel Skill-Damage in Skill 3 viel besser und Death-Buff-Erhöhung viel besser, deswegen ist einfach Crit-Buff-Effekt meines Erachtens schlecht. Revive mit HP, Revive mit Attack. Also das heißt, wir bekommen mehr Attack-Leiste, mehr Leben, wenn wiederbelebt wird. War ursprünglich im C-Rang, ist jetzt ins D-Rang gerutscht. Warum? Weil es einfach so wenig ist. Selbst mit einem kompletten Max-Roll, ein Legendary Quad Max-Roll, sind es 15%. Bei Terranist zum Beispiel. 15% mehr Leben beim Revive, 15% Attackbar mehr. Das ist einfach nichts im Vergleich zu zum Beispiel 20% mehr Death Buff. Und Terranist kann ja auch Death buffen. Oder Crit Damage in Skill 2 bei Terranist, der echt guten Schaden machen kann. Oder mehr Speed, wenn wir zum Beispiel CC'd sind. Also so viele andere Sachen sind einfach so viel besser. Und deswegen ist das einfach megamäßig schlecht. Selbst auf Monstern wie Terranist oder Perna. Weil einfach andere Sachen besser sind. Und das allerletzte, um es abzuschließen, ist Crushing Hit Damage. Es gibt vier verschiedene Arten von Treffern, wie ein Monster Schaden macht. Das erste ist ein ganz normaler, oder von der Schadensreihenfolge. Der geringste Schaden ist ein sogenannter Glancing Hit. Ein Glancing Hit kann zutreffen, wenn ein Monster eine Passive hat, wo wir glänzen können, zum Beispiel Mollys Passive, oder wenn wir im Element Nachteil sind. Oder ein Anti-Glance oder ein Glance-Debuff auf uns haben, wie zum Beispiel die erste Fähigkeit von Shannon. Dann haben wir die Chance auf einen Glance. Ein Glance ist ein sogenannter Streifschuss, wo wir keine Debuffs treffen können und erheblich weniger Schaden machen. So. Dann, nächste Stufe, ist der Normal-Hit. Das heißt, wir greifen an und critten aber nicht. Ein Normal-Hit macht 100% Schaden. Dann oben drüber kommt der Crushing Hit. Der Crushing Hit ist besser als ein Normal Hit, aber schlechter als ein Crit. Ein Crushing Hit kann zutreffen, wenn wir Passives haben, wo wir immer im Element Vorteil sind, zum Beispiel bei Theo mit seiner Passive. Oder wenn wir eben generell im Element Vorteil sind. Dann haben wir die Chance auf einen Crushing Hit. Und der macht dann, glaube ich, 20% mehr Schaden als Normal Hit. Also Normal 100, Crushing 120 und dann kommt die nächste Stufe, das Beste ist praktisch der Crit. Der Crit und wenn wir critten, dann haben wir keinen Crushing Hit, wir haben keinen Normal Hit, wir haben keinen Glance, wir haben einen Crit.
Das bedeutet, dass Crit Damage dann in die Damage-Kalkulation einberechnet wird. Das heißt, Crushing Hit fällt weg. Und da wir ja eigentlich Monster auf viel Crit spielen wollen, weil wir wollen ja auch häufig critten und nicht mit einem Crushing Hit treffen, ist das Talent Crushing Hit Damage Increase useless, weil wir wollen kein Crushing Hit, wir wollen ein Crit. Und es gibt eine Ausnahme bei Crushing Hit, zum Beispiel bei den Brownie Magicians. Bei zum Beispiel Orions zweite Fähigkeit, bei Geminis zweite Fähigkeit, da heißt es in der Fähigkeit, dass diese Fähigkeit immer als ein Crushing Hit trifft. Diese Fähigkeit kann gar nicht critten. Das bedeutet, wenn wir Geminis zum Beispiel auf ganz viele Attack bauen und mit ganz viel erhöhten Crushing Hit Damage, dann kann Geminis zweite Fähigkeit wirklich sehr guten Schaden machen, weil dieser Crushing Hit Bonus dazukommt. Ist aber wirklich eine absolute Ausnahme. So viel zu den neuen Artefakten, zu der wirklich jetzt der dritten Überarbeitung der Artefakte, weil wie gesagt es immer neue Erkenntnisse gibt, aber das ist wirklich der aktuelle Stand jetzt. Hat wieder sehr lange gedauert, das Video, tut mir leid, aber ich will euch wirklich das alles total detailreich und ausführlich erklären, damit ihr wirklich diese Artefakte versteht. Vielen Dank fürs Zugucken, wir sehen uns am nächsten Stream oder im nächsten YouTube-Video. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.